Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noir mit Skunky oder auch Mr. Freizeitzocker. Wir legen sofort los und spielen weiter. Nur damit ihr es wisst, also um euch so ein ungefähres Bild zu machen. Ich habe jetzt 11 Parts insgesamt aufgenommen, habe den 4. online gespielt und nehme jetzt trotzdem schon auf. Normalerweise nehme ich erst auf, wenn ich so nur noch 2 Parts habe oder sowas. Eine himmlische Ehe. Ich glaube, den Anfang davon kennen wir ja schon, aber ich lasse ihn einfach mal laufen. Um die Erinnerung so ein bisschen wiederzuholen. Das war ja, glaube ich, mit der Fahrerflucht, wenn ich mich recht erinnere. Ich erinnere mich recht. Und wir spielen sofort weiter, weil das Spiel hat mich gerade so ein bisschen gepackt. Ich spiele das Spiel wirklich gerne und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Alright, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Alles klar. Gut. Erstmal werde ich jetzt kurz... Das ist mir nämlich so aufgefallen, also das hat mir zwar keiner gesagt, aber mir persönlich ist es aufgefallen, dass ich finde, dass die Dialoge immer noch etwas leise sind. Das heißt, wir machen... Warte mal. Eins. Wir machen ja beides mal eben ein bisschen runter. So. Stellen dann das hier ein Stück lauter insgesamt. So. Jetzt müssten nämlich die Stimmen so lauter sein. Also ich hätte ganz gern, dass die Stimmen von den Personen ungefähr so laut sind wie ich. Vielleicht ein bisschen leiser, weil die Stimmen sind ja hier doch sehr wichtig. Auf freigeschaltete und heruntergeladene Fälle kann unter Fälle im Hauptmenü zugegriffen werden. Das heißt... Ach, dann sind die gar nicht in der Story drin, weil... Ja, ich habe ja einen Extra-Fall, die nackte Stadt, heißt das. Die habe ich ja bekommen von GameStop, weil ich ja Vorbesteller war. Das werden wir natürlich auch noch machen. Aber dann wahrscheinlich erst am Ende des Let's Plays. Wenn es nicht in die Story mit integriert ist, dann werden wir es erst am Ende des Let's Plays machen. Damit wir von der Story nicht verwirrt werden. So. Mein, ist das unser Wagen oder ist es da vorne unser Wagen? Oh, weißt du was? Wir nehmen den coolen Wagen. Wir sind hier Inspektoren und keine Streifenpolizisten. Ach, kann es sein, dass dann nachher unser ganzer... unser ganzer Fuhrpark kann da gar nicht stehen. Ich glaube, es werden noch ein paar mehr Autos, die wir hinterher bekommen. Also, ab geht's. Oh Gott, und die Stadt... Looks like the DA is gonna press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make and the DA likes convictions. Aha. I'll convince him to let it go. How you do that? I'll give him something better. Okay. Ach, und viele von euch haben gesagt, ich soll doch den Dings bitte... Was ist denn das? Straßensperre? Ach, hier ist schon das... Okay. Viele von euch haben gesagt, dass ich die Autofahrten bitte drin lassen soll. Erstmal wegen den Dialogen und wegen meiner etwas schroffen Fahrweise. Also lasse ich die drin. Ah ja, da ist er ja. Okay, was macht sie da? Sie steht da noch rum und raucht eine. Ja, super. Detectives, over here. Ja, ist klar. Reden wir auch zuerst mit dem Bullen. Cole Phelps, Traffic. What have we got? Because a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Uh-huh. Canvassed the area. The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. Okay. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. Shannon Perry. 24 years old. She left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're gonna take a look around. So sieht's aus. Erstmal so ein bisschen umgucken. Mal sehen. Halten wir mal nach diesem kleinen gelben Schildchen Ausschau. Da ist schon eins. Weil da sind meistens die schon gefundenen Sachen. Okay. Schon relativ weit, oder? Er muss schon, weiß ich nicht, so um die... Wie schnell müsste er gefahren sein? Ich habe da jetzt keine Ahnung von, also... Ich könnte jetzt nicht mal eben ausrechnen, wie schnell das Auto gefahren sein musste, um ihn so weit mitzuschleifen. Gut, ich glaube... Und hier wurde er hier getroffen oder wurde er? Ne, ich weiß es gar nicht. This blood is a long way from the body. Eben. Car must have been going like a bat out of hell. Aber ich glaube, wenn er so schnell war, dann war es doch entweder beabsichtigt
Oder aber er war betrunken. Ich glaube, sonst könnte man hier eigentlich auch noch nicht so viel finden, weil es war ja... Nee, ich will sie noch gar nicht verhören. Es kann ja im Endeffekt kein Mord... Also, es kann keine Mordwaffe geben oder ähnliches. Er hat gebremst. So the driver managed to break before the impact. Naja, oder er hat nochmal so einen Affenzahn draufgegeben, dass die... Nee, warte mal. Das muss ich jetzt überlegen. Können die Reifen noch durchdrehen, wenn man in der Fahrt nochmal extra Gas gibt? Eigentlich nicht, oder? Es geht eigentlich nur, wenn man vom Stillstand aus extrem Gas gibt. Von daher hat er wohl gebremst. Was mich aber interessieren würde, ich würde ganz gerne mal die Leiche untersuchen. Geht das? Careful where you're stepping, Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on his face and ended up here. Car must have struck him from behind. Alles klar, was ist denn da für ein Punkt auf der Stirn? Da ist auch ein Punkt am Ohr. Aber sonst sagt er nichts, oder? Wozu kann ich eigentlich das Gesicht bewegen? Sehe ich dann irgendwas, oder? Vielleicht hat er wieder was in den Taschen. Das haben ja irgendwie relativ viele. Natürlich hat er was in den Taschen. California Fire and Life. Feuerwehr und Lebensversicherung. Ach, Feuer und Lebensversicherung. Feuerwehr. What the fuck? Sehr geehrter Mr. Patterson. Warte. Nein, ich will nochmal lesen. Also nochmal. Sehr geehrter Mr. Patterson, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir Ihren Antrag 14F erhalten haben und die vorläufige Prüfung ergeben hat, dass wir die Prämie Ihrer Lebensversicherung Police von wöchentlich 3,70 $ auf die... Nein! Die Erhöhung tritt in Kraft während unsere Standardpolice der Veteranenverfolgung von etwa 100 in Todesfall oder bei dauerhafter Erwerbungsunfähigkeit bietet. Garantiert eine Auszahlungssumme von was zur Hölle? Das heißt wohl, dass... Ist das ihm zu wenig? Also angenommen, er stirbt. Ach so, also angenommen, er hätte vorher, im Falle seines Todes, hätte er, glaube ich, $10,000 bekommen. Und jetzt bekommt er $16,000. Aber das... What the fuck? Das kann ja bald entweder was zur Hölle, warum so wenig, oder what the fuck kann ja auch manchmal heißen, Mensch, geil. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich würde fast sagen, dass er das für zu wenig findet. Also Geld ist noch da. Lass das Geld mal nehmen. Na komm, hol's dir, nimm's dir. Ja, dann nimm es nicht. Gut, pack's wieder rein. Führerschein, Lester Patterson. So, weiß, männlich... Muss ich das eigentlich alles wissen? Muss ich das vorlesen oder speichert er das irgendwo? Ja, wahrscheinlich steht es dann auf wundersame Weise. We can notify next of kin. Machen wir aber noch nicht. Konnte ich irgendwie hier zwischen den Taschen wechseln? Nee, ne? Na gut, packen wir es mal wieder zurück. Blub. Und gucken uns ein bisschen seine Arme an. Er ist wohl mit den Fingern aufgeprallt. Aber das hilft mir nicht. Weil, naja, er wurde halt von einem Auto erwischt. Das hilft mir jetzt nicht so sehr. Naja, gut, okay. Legen wir mal wieder weg. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. Das I know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Brustwunde? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Warte, was? Wurde er so aufgeschlitzt oder wie? Das will ich mir jetzt mal kurz angucken. Aber nein. Ich wollte seine Brieftasche nicht nehmen. Brustwunde, wurde er eine Brust? Ich meine, gut, er blutet wie Sau, aber leider kann ich nicht genau erkennen, was er für eine Wunde hat. Ob es eine Schnittwunde ist oder einfach nur so riesen aufgerissen. Gut. Reden wir mal hier mit der lieben Lady hier vorne. Hallihallo. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. Wo kommst du jetzt her? This is my partner, Detective Bukowski. Ja, hi, aber... Haha, erstmal hochgucken. Sie ist ganz cool. Okay. Aren't you at least gonna try to catch the man that did this? Ja, na klar. Ich frag ja, bleib mal locker, Lady. Ganz ruhig.